Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und im heutigen Video geht es um das Thema, diesen Wiederholungsbereich musst du nutzen. Und zwar schauen wir uns an, welche Wiederholungsbereiche es grob gibt mit verschiedenen Zielrichtungen und wie ihr das Ganze dann in der Praxis bei euch im Training umsetzen könnt oder warum ich zum Beispiel Dinge so und so mache, warum ich mal mit niedrigeren Wiederholungen trainiere, dann mit mehr oder wie ich das auf die Übungen verteile. Ihr kennt ja meinen Ansatz, dass ich meistens mit niedrigeren Wiederholungen anfange und dann aber trotzdem so einen Hypertrophie-Wiederholungsbereich dann danach mache, warum das so ist, wie sich das zusammensetzt und was ihr machen könnt, wenn ihr bestimmte Ziele habt, wie zum Beispiel Kraft, Muskulatur oder Hypertrophie bei Isolationsübungen, kleineren Muskeln etc. pp. Let's go. Also wir arbeiten uns von unten nach oben hoch, also der niedrigste Wiederholungsbereich, den man so grob abgrenzen kann. Hier sei auch nochmal gesagt, das ist grob, das sind schwimmende Übergänge, das heißt nicht, Bro, Alter, nach 3,1 Wiederholungen passiert das und das ganz anders im Körper. Nein, das sind fließende Übergänge und der eine oder andere wird wahrscheinlich anders darauf reagieren als der andere oder eine. Ja? Nur als Richtwert verstehen. 1 bis 3 Wiederholungen. Peaking-Bereich, spezialisierte, spezifische Kraftbereich. Das, was die meisten denken, was am besten sein muss, um Kraft zu bekommen. Ja? Also wer 1 bis 3 Wiederholungen macht, ist richtig stark, richtig kräftig. Und das ist leider nur bedingt richtig. Also, der 1-3 Wiederholungsbereich bringt meistens eine sehr, sehr, sehr hohe Intensität mit. Das heißt, schweres Gewicht und das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Vorteil Nummer 1 ist, ihr werdet in dieser spezifischen Übung, in diesem spezifischen Wiederholungsbereich sehr stark. Das heißt, das Ding braucht man auf jeden Fall, wenn man als Powerlifter eine Wiederholung auf dem Wettkampf machen will. Oder wenn man jetzt irgendwelche Wettkämpfe, die es nicht gibt, auf einem Wettkampf 2 Wiederholungen machen müsste oder 3 Wiederholungen machen müsste. Wenn man spezifisch sein möchte und in 1, 2 oder 3 Wiederholungen gut sein möchte, dann muss man diesen Wiederholungsbereich trainieren. Und man sollte sich auch klar darüber sein, in welcher Übung man das bewegen möchte. Denn die Anpassungen, die wir machen, sind vor allem auch stark neurologischer Natur und psychologischer Natur. Das heißt, Übung, also es ist nicht nur muskuläre Kraft, sondern wirklich auch viel kopftechnisches, koordinatives, was da reingeht. Das heißt, die Übung sollte auch klar sein. Nicht nur der Wiederholungsbereich wird sehr spezifisch trainiert, sondern tatsächlich auch das Bewegungspattern, die psychologischen Dinge, die in diese Übung reingehen. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Bankdrücken macht, Peaking, ja, krasse Brücke. Ihr konzentriert euch extrem krass auf die Atmung. Viel, viel mehr, als ihr das in höheren Wiederholungsbereichen machen würdet. Es wird alles viel wichtiger, wie sich die Stange anfühlt, wie ihr reinrotiert, wie die Schulter ist, wie ihr atmet, wie viel Spannung ihr habt beim Bankdrücken. Richtig schön in dieser negativen Kurve. Und ihr werdet da richtig krass. Es kann auch mal sein, dass beim Schrägbankdrücken ihr fast gar nichts davon mitbekommt oder schwächer werdet oder weiß ich nicht was, wenn ihr jetzt eine Zeit lang das macht, weil plötzlich das Muster komplett gebrochen wird und die Schulterblattposition ist anders. Boah, das fühlt sich anders an und der Körper quasi diese koordinative Kette, die ihr euch vorher reintrainiert habt, sehr spezifisch plötzlich gebrochen wird und für den Körper jetzt Schrägbankdrücken wie fast eine andere Übung ist, weil er sich so krass auf dieses Muster eingespielt hat. Das sei gesagt, also das meine ich damit, wenn ich sage, es ist auch sehr übungsspezifisch, selbst bei gleichen Muskelgruppen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ihr eben in diesem Bereich stärker werdet, auch schnell stärker werdet. Das habt ihr bei meinem Beispiel auch beim Bankdrücken damals mal gesehen. Bei 117, 120 rumgedümpelt irgendwie so und dann mal, weißt du, was war das? 6, 8 Wochen Peaking-Phase, 150. Ne, das ging relativ zügig in der Übung. Sehr, sehr, sehr geil dafür, wenn ihr darin auch stärker werden wollen werdet. Denn der Nachteil, den ihr habt, es ist tatsächlich gar nicht so gut, um allgemeine Kraft aufzubauen. Also um allgemein stärker zu werden. Hat so ein bisschen was mit dem Ding zu tun, was ich gerade eben meinte. Dass das Bewegungsmuster so ganz starr ist und ganz krass ist. Und das andere Thema ist natürlich, es ist viel, viel schwieriger, auf ein hohes Volumen zu kommen, wenn ihr jetzt nur 2er drückt oder 1er drückt zum Beispiel. Ja, ihr könnt gar nicht dieses gleiche Krafttrainingspensum abrufen, als wenn ihr jetzt 5er, 6er, 7er oder sogar 4er machen würdet. Also es ist viel schwieriger, effektive Sätze reinzubekommen und auf ein gutes Niveau an Volumen zu kommen, wenn ihr eben in diesem niedrigen Bereich trainiert. Und ihr habt eine viel, viel, viel höhere Erschöpfung für passive Strukturen für euer Nervensystem, für das Psychologische, für das Psychologische, was es halt auch viel, viel, viel schwieriger macht, um auf ein gutes Kraftreizvolumen zu kommen. Natürlich macht ihr gute Kraftanpassungen, natürlich werdet ihr stärker werden, auch allgemein irgendwo stärker werden, aber es ist nicht optimal dafür. Und das andere Thema, Hypertrophie, müssen wir gar nicht drüber reden. Also da ist natürlich die Erschöpfung auf passive Strukturen, auf das Nervensystem und so, macht gar keinen Sinn. Also ihr kommt niemals auf ein Hypertrophievolumen, was der Körper wirklich braucht, um wirklich Muskulaturreiz zu setzen, um Muskeln aufzubauen. Der Risikofaktor ist viel zu groß. Also wenn ihr immer schwer beugt, immer schwer hebt, immer schwer bankdrückt, euch irgendwie zu verletzen,
Also für Hypertrophie gar nicht geeignet, für Kraft etwas geeignet und für spezifisches Peaking sehr gut geeignet. Nächster Wiederholungsbereich, über den haben wir gerade schon gesprochen, kann man so grob bei 3 bis 6 oder sagen wir mal 4 bis 6 einordnen und das ist der generelle Kraftbereich. Da mache ich auch in meiner Hypertrophiephase oder Krafthypertrophiephase immer meine Hauptübungen ungefähr aus folgenden Gründen. Der Kraftbereich ist optimal, um grundlegende Kraft aufzubauen. Grundlegende Kraft, was verstehe ich darunter, bedeutet grundlegende Kraft in einer Übungsart bzw. Muskulatur. Das Beispiel, was wir eben hatten mit Bankdrücken und Schrägbankdrücken, fällt jetzt hier zum Beispiel weg, weil ich eben nicht ganz so spezifisch auf all das achte, auf die Atmung, auf diese kleinen Faktoren, ich mich nicht ganz so spezifisch psychologisch auf diese eine Übung reinballer, sondern ich werde lockerer sein, ich werde mehrere Reps haben, das heißt, die Technik fällt vielleicht sowieso so ein bisschen ab. Das heißt, ich habe mehr Spielraum in der Übung, weshalb auch eher eine allgemeine Kraft entsteht. Die Muskulatur wird stärker, klar, das Bewegungsmuster wird stärker, aber es ist auch einfacher auf andere Bewegungsmuster, Bankdrücken, Schrägbankdrücken oder Kniebeuge, Frontkniebeuge, sonstiges umzulenken. Und der Wiederholungsbereich ermöglicht uns einfach, mit einem sehr schweren Gewicht trotzdem zu trainieren in dieser Übung, aber trotzdem noch auf ein gutes Volumen zu kommen, wodurch wir einfach die besten Kraftanpassungen in diesem Bereich von 4 bis 6 Wiederholungen haben. Und wir haben den Vorteil, dass wir uns so ein bisschen in diesem Bereich Peaking und Hypertrophie bewegen, also in diesem Zwischending. Das heißt, wir bekommen immer noch einen guten Hypertrophie-Reiz. Wir sind immer ready, um jetzt in relativ kurzer Zeit peaken zu können. Und dadurch ist das eben für die meisten Powerlifter oder eben auch für Anfänger, weil man eben auch noch gute Anpassungen machen kann, der beste Bereich, um in Grundübungen stärker zu werden und vor allem für Powerlifter einfach, um immer ready zu sein. Mache ich das Ganze auch bei mir in der Hypertrophiephase, einfach um Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben nach vorne zu bringen, eine allgemeine Kraft aufzubauen. Und Peaking ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig, außer wir wollen wirklich peaken. Also Grundkraft, 4 bis 6 Wiederholungen. Falls ich das gerade ausgelassen habe, vielleicht noch der Punkt, dieses Erschöpfungsergebnisverhältnis ist natürlich auch viel besser als im Peaking-Bereich, weil wir eben nicht ganz so krasse Belastungen auf passive Strukturen, Nervensystem und auf das Psychologische haben, sodass wir mehr Volumen machen können, nicht ganz so schnell erschöpfen und einfach ja die Faktoren für Kraftzuwachs einfach optimiert sind. Der nächste Bereich ist der erste Hypertrophiebereich. Seht ihr meistens bei mir bei den Zusatzübungen, also den Kraftbereich habe ich meistens bei den Hauptübungen drin. Dann kommt der zweite Bereich bei den Zusatzübungen, ist der 5 bis 10 Wiederholungsbereich. Ermöglicht uns Folgendes. Wir haben in diesem Bereich eine Intensität, mit der wir eben 5 bis 10 Wiederholungen machen und das ermöglicht uns, gute Hypertrophie-Reize zu setzen. Macht vor allen Dingen Sinn bei Compound-Lifts, also Mehrgelenksübungen, also quasi schwereren Hypertrophie-Übungen und Übungen, die, sagen wir mal, einen weiteren Weg haben, beziehungsweise wo mehr Arbeit verrichtet wird. Ne? Also hence so Mehrgelenksübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, das spielt vielleicht auch schon da rein, wie eure Hebel sind. Also jemand, der sehr kurze, gute Hebel hat und wenig Weg hat, könnte mehr Wiederholungen machen. Und jemand, der sehr lange Hebel hat, der verrichtet ja viel, viel mehr Arbeit in einer Wiederholung. Oder ganz anderes Beispiel, zum Beispiel Shrugs. Bei Shrugs ist diese Bewegungsamplitude so gering, dass ihr da wahrscheinlich mehr Wiederholungen machen müsstet, als jetzt bei einer Kniebeuge für das gleiche Ergebnis in der jeweiligen Muskulatur. Also das ist damit gemeint. Ist also perfekt geeignet für die erste Zusatzübung, die meistens noch ein Ticken schwerer ist. Einfaches Beispiel zum Beispiel bei mir, Kniebeugen, immer 3 bis 6 Wiederholungen als erste Übung und dann danach eben Romanian Deadlifts, 8 bis 10 Wiederholungen. Oder ihr macht danach Bell Squats, 8 bis 10 Wiederholungen. Oder anderes Beispiel, am Bankdrücktag macht ihr erst Bankdrücken schwer und macht danach Kurzhanteldrücken mit 8 Wiederholungen, 9 Wiederholungen, 10 Wiederholungen. Irgendwie so, kann auch 12 Wiederholungen sein. Ne? Irgendwo in dem Bereich, wie gesagt, die Grenzen sind schwimmend. Und einfach optimal aus dem Grund, weil eben die Fatigue, die wir anhäufen, also die Erschöpfung, sehr gering ist im Verhältnis zu dem, was wir am Volumen, an effektivem Volumen für die Muskulatur machen können. Aber dieser Wiederholungsbereich eignet sich, wie gesagt, eher für diese schweren oder weiten Übungen. Und für kleinere Muskelgruppen bzw. schwer zu fühlende Muskelgruppen ist folgender Wiederholungsbereich wiederum besser geeignet. Und zwar der Bereich, der danach kommt, 10 bis 20 Wiederholungen. Auch hier nochmal, die Übergänge sind schwimmend. Macht einfach mehr Sinn, hier Übungen mit reinzupacken, die wie gesagt einen kürzeren Weg haben, wie zum Beispiel Shrugs. Übungen mit kleineren Muskelgruppen, wie zum Beispiel Bizeps, Trizeps, Schulter. Brust würde hier auch tendenziell mehr reinfallen als zum Beispiel Beine. Also Beine macht dann schon mehr Sinn, eher im unteren Bereich zu bleiben. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, geringerer Weg, das heißt auch geringere Arbeit, das heißt der Muskel muss mehr Wiederholungen machen als jetzt eine andere Muskelgruppe, um die gleiche Arbeit zu verrichten. Dann kleinere Muskelgruppen regenerieren meistens schneller. Das heißt, wir können mehr Volumen draufpacken, wir können mehr Reiz draufpacken. Das sollten wir dann auch tun. Und auch hier wieder ein sehr optimaler Bereich, um einfach möglichst geringes Verletzungsrisiko, geringe allgemeine Erschöpfung, was jetzt Gelenke angeht, zentralen Nervensystem, um aber trotzdem einen hohen Reiz zu setzen. Was hier
passieren kann oder könnte langsam, vor allem wenn wir in den Bereich 20, 18, 19 Wiederholungen reingehen, ist, dass viele den Endpunkt nicht finden. Also, dass sie nicht mit dem richtigen RPI trainieren oder Reps in Reserve, also keine effektiven Sätze mehr hinbekommen, weil am Ende irgendwie so die Ermüdung oder ihr macht, weißt du, so 16, 17, 18 und ihr habt einfach keinen Bock mehr auf den Satz und hört dann auf. Wenn das der Fall sein sollte, lieber weniger Wiederholungen machen, weil ihr solltet immer noch frisch sein und vernünftig Gas geben. Aber hier sind wir in diesem Bereich, also von 5 bis 20 Wiederholungen, den letzten mit einbezogen. Da sind wir im optimalen Hypertrophiebereich. Also hier könnt ihr alles machen, Gas geben. Also um das zusammenzufassen, der 10 bis 20 Wiederholungsbereich ist so der goldene Hypertrophiebereich für die, also egal welche Übung ihr hier macht, ob es eine Kniebeuge ist mit 10, 11, 12 Wiederholungen oder irgendeine andere Übung mit 15, 18, 20, wie auch immer, ihr werdet einen guten Hypertrophiebereich treffen, vorausgesetzt, ihr schafft das mit dem RPI oder diesen Reps in Reserve, dass ihr kurz vors Versagen, ans Versagen oder übers Versagen kommt. Weil wenn ihr keine effektiven Sätze macht, ich meine, mein Gott, so, dann macht alles keinen Sinn. Hier vielleicht auch nochmal der Disclaimer, RPI oder Reps in Reserve spielen da natürlich mit rein. Auch bei diesem Thema Erschöpfung, was ich eben angesprochen habe. Im Peaking-Bereich, wenn ihr Dreier- oder Vierer-Wiederholungen macht, oder bleiben wir realistisch in dem Bereich, den ich genannt habe, Zwei- oder Dreier-Wiederholungen, immer mit 2, 3 Reps in Reserve und macht davon 5, 6 Sätze, dann erschöpft das eventuell gar nicht so sehr, als wenn ihr jetzt 8 Wiederholungen macht, 3 Sätze und komplett ins Versagen reinballert. Also da ist auch so da müsst ihr euch immer gucken, okay, was ist jetzt mein Ziel, wenn es mehr Powerlifting und wirklich pure Kraft ist, tendenziell ein bisschen mehr Reps in Reserve lassen. Wenn euer Ziel pures Bodybuilding ist, dann mehr ans Versagen knallen und dann auch die Reps von 5 aufwärts wählen und gib ihm. Gut, dann gibt es natürlich noch den Wiederholungsbereich 20 Wiederholungen und drüber oder sagen wir mal 20 Wiederholungen bis 30 Wiederholungen, weil alles über 30 macht eigentlich dann keinen Sinn mehr, das irgendwie im Training auszuführen, außer man will irgendwie Cardio steigern oder weiß ich nicht was. 20 bis 30, Spezialfall, wofür ist das? Vielleicht für Isolationsübungen, die wir eben ja schon hatten, kleinere Muskelgruppen, Seitheben, Trizeps, Bizeps, wobei ich Trizeps eher noch in die Region darunter wählen würde, aber Bizeps, Waden vielleicht, weil Waden eben auch einen sehr, sehr, sehr kurzen Weg haben, ne, beim Drücken. Da könnte das Sinn machen. Oder wenn ihr aus einer Verletzung kommt, vielleicht eine Verletzung habt, eine aktive, also quasi die Gelenke schonen wollt, irgendwie sowas, dann macht das quasi Sinn, um trotzdem irgendwie Hypertrophie-Reize setzen zu können. Natürlich auch unter der Prämisse, dass ihr in den richtigen RPI-Bereich kommt. Also ihr müsst ans Versagen trainieren, weil sonst keine Hypertrophie, sonst einfach nur Zeit verschwendet. Also meine Freunde, das war meine Aufgliederung von den Rep-Bereichen, die es gibt. Was macht für euch jetzt am meisten Sinn? Einfach nochmal am Ende von dem Beispiel, also aus der Sicht eines Powerbuilders. Ihr solltet das Hauptvolumen immer entweder im Peaking-Bereich oder im Hypertrophie-Bereich machen. Was meine ich damit? Also als Powerlifter habt ihr immer eure Hauptübung drin. Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Und die macht ihr primär eigentlich auch immer im Bereich unter 8 Wiederholungen. So, also ich sehe keinen großen Grund darin, mehr als 8 Wiederholungen Kreuz zu heben, mehr als 8 Wiederholungen Knie zu beugen. Außer als Zusatzübung. Oder mehr als 8 Wiederholungen Bank zu drücken, außer als Zusatzübung. Einfach aus folgendem Grund, ihr wollt eure Grundkraft erhalten, ihr wollt durchgehend stärker werden, auch in der Hypertrophiephase, auch vor der Peaking-Phase. Das heißt, ihr habt immer diesen Kraftbereich drin mit euren Hauptübungen. Macht einfach nur Sinn. Aber wir wollen natürlich maximal Hypertrophie trotzdem aufbauen, weil das ist irgendwo trotzdem die Grundlage für Kraft. Das heißt, in der Hypertrophiephase machen wir vielleicht 20-25% von unserem Volumen in diesem Kraftbereich und alles danach, alle Zusatzübungen zielen nur darauf ab, diese Übung besser zu werden bzw. mehr Muskulatur aufzubauen. Das heißt, den ganzen Bereich machen wir im Bereich 5 bis, sagen wir mal, 20 Wiederholungen, wenn wir nicht verletzt sind oder wenn wir jetzt seitdem Bizeps trainieren wollen, vielleicht auch mehr. Aber das heißt, 25% vom Volumen grob, das ist jetzt nur irgendwie so, dass ihr ein Bild habt, sind dann eben diese ersten Hauptübungen, Kraftbereich und der Rest komplett Hypertrophie und das knallen wir komplett durch. Wir können das noch so ein bisschen cyclen, dass wir mal sagen, gut, wir machen mal ein bisschen höhere Wiederholungen, dann machen wir mal ein paar weniger höhere Wiederholungen, aber alles im Hypertrophiebereich. Und dann kommt irgendwann die Zeit, es geht zum Wettkampf oder weiß ich nicht wohin, bei mir geht es halt nicht zum Wettkampf die letzten Jahre, aber irgendwann müsst ihr peaken. Was macht ihr dann? Ja, dann geht ihr in den Peaking-Bereich mit euren Hauptübungen, aber vielleicht macht ihr mit Backoffs am Anfang in der Übergangszeit, also habt so diese Kraft-Peaking-Phase, wo ihr quasi die Hypertrophie-Raps, die ihr vorher gemacht habt, werden mehr zu den Kraft-Raps und die Kraft-Raps werden mehr zu den Peaking-Raps, sodass ihr quasi in diese Richtung kommt und natürlich ganz kurz vorm Wettkampf macht es unter Umständen auch Sinn, wirklich nur noch Peaking-Bereich zu machen, also auch wirklich dann nur noch Grundübungen, vielleicht noch ein bisschen Bizeps, wenn man den erhalten möchte, vielleicht noch ein bisschen, ja, Seite
Seitheben ist zum Beispiel so ein Ding, wenn ihr jetzt Bankdrücken machen wollen würdet, würde ich zum Beispiel nicht mehr richtig Seitheben machen, weil das halt wieder Fatigue auf eure irgendwo Muskulatur bringt, die ihr fürs Bankdrücken braucht. Das heißt, sehr im Peking macht ihr dann wirklich nur eure Hauptübungen im Peking-Bereich. Aber alles davor hat immer diesen Kraftbereich mit drin in euren Hauptübungen, beziehungsweise den Großteil eurer Zeit solltet ihr auch im Kraft- und Hypertrophie-Bereich entsprechend 75% verbringen, weil ihr da eben das meiste für euch rausholen könnt. So, bevor das Video jetzt noch wirrer wird, war's das, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch diese Videos gefallen, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.